Ja, Katja, ich weiß, du bist unterbezahlt, aber ich kann dir dafür ein paar leckere Chips anbieten. Nein, Job, nee, darüber sprechen wir nochmal. Ah, der Film war es für mich. Nicht für mich, ach so, für das neueste Produkt, was ich euch heute vorstellen möchte. Na, da bin ich ja mal gespannt. Kommt mal mit. Schon wieder. Der Testfünfer kommt erstmal an die Seite. Nicht, dass er verloren geht. Und damit recht herzlich willkommen bei Tiny Tommy. Ja, meine lieben Freunde, heute möchte ich euch mal diese coole Spardose vorstellen. Das Besondere an der ganzen Sache ist, es ist eine Art Auto, was man schieben kann und es hat sogar eine coole Essfunktion. Ihr könnt Münzen und Scheine reinschmeißen und wenn ihr meint, es ist alles voll, könnt ihr hier übrigens sehen, könnt ihr ernten sozusagen oder auf Shopping-Tour gehen. Das Ganze kostet 20 Euro und kommt aus der Serie Real Working Bodies. Der heißt Mr. Banks. Und ihr könnt noch, wenn ihr möchtet, ein Feuerwehrauto kaufen. Ist hier abgebildet. Und eine Art Müllschlucker. So, habe ich eine Funktion auf die Schnelle. Achso, ihr habt sogar noch ein bisschen Spielgeld mitbekommen, falls ihr mal kein richtiges Geld beiseite haben solltet. Ja, dann würde ich mal sagen, Freunde, lasst uns das Ding erstmal auspacken und dann genau begutachten. Kommt mal mit. Da kommt er auch schon angerollt. Das ist Mr. Banks. So sieht das Ganze fertig ausgepackt aus. Bevor wir loslegen, müssen wir erstmal zunächst viermal AA-Batterien hier unten reinpacken. Glücklicherweise hatte ich Glück gehabt und da waren Testbatterien bereits drinne gewesen. Tja, meine Freunde, so von der Vorderseite sieht das schon mal richtig gut aus. Hier ist ein Aufdruck drauf, hier unten steht nochmal sein Name. Bloß auf der Rückseite haben sie natürlich wieder mit dem Aufkleber gespart. Hier haben wir einen Haltegriff und oben befindet sich auch gleichzeitig ein An- und Ausschalter und ein Demo-Mode. Der Demo-Mode ist gerade angeschaltet, sodass ihr das quasi mal ausprobieren könnt. Hier oben flackern auch noch die Lichter. Mache ich nochmal. Und hier könnt ihr die Münzen reinschmeißen und hier unten kommen die Scheine rein. Hier, wenn ihr die Münzen reingeschmissen habt, fallen die hier runter und die Scheine hier landen unten in das Fächlein. Um das Ganze nachher rauszunehmen, müssen wir einfach das Drehrad drehen, die Tür öffnen und dann könnt ihr zunächst einmal hier die Geldmünzen entnehmen und unten die Scheine. So, machen wir das Ganze mal zu. Testen wir das gleich mal aus. Habt ihr den schon von oben gesehen? Ja, habt ihr, na klar. Das Einzige, was natürlich ein bisschen blöd ist, aber ist mir erst später aufgefallen, naja, für den Preis. Was soll man erwarten? Ihr müsst, wenn ihr da Geld reinschmeißt, müsst ihr das einspeichern. Also das heißt, ihr könnt das Geld nicht reinschmeißen oder kann sich das merken. Ist eine blöde Funktion, die nicht funktioniert. Oder sozusagen. Nee, die soll auch gar nicht funktionieren. Ja, Freunde, dann sage ich mal, testen wir das Ganze mal aus. Machen wir das Ganze mal auf an. Oder hat er noch 50 Cent gespeichert? Die mache ich, oder 50, wie heißt denn das, 50 Dollar Cents, das lösche ich mal. So, und jetzt haben wir eine 0 stehen. Jetzt, achso, bevor wir mal einen Testmodus machen, zeige ich euch nochmal, was mitgeliefert worden ist. Da haben wir hier so ein paar Centstücke mitgeliefert bekommen. Oh, wird auch witzige Funktion, wenn er nichts macht, schnarcht er natürlich. Hier haben wir 25 Cent. Also ist, würde ich mal sagen, eigentlich nicht schlecht verarbeitet. Und zu guter Letzt war in dem Karton, war da noch sogenannte Scheinchen drin. Da haben wir einmal ein 100-Dollar-Scheinchen. Funktioniert natürlich auch mit echtem Geld. Nochmal 100er. Das sind eigentlich nur so zum Testen für die etwas kleineren Kinder. So. Jetzt fangen wir am besten mal an. Nehmen wir uns zunächst einmal einen Schein. Hier den 50er. Langsam reinpacken. Und, oh, warte mal. Achso. Zack. Cool, ne? So, jetzt müssen wir das Ganze noch einspeichern.
Wir müssen zunächst einmal die 50 eintippen. So sieht das dann aus. Dann machen wir auf... Oh, warte. 50 auf Häkchen. Und dann hat er das gespeichert. Ihr fragt euch, warum hat er noch 50 Cent von vorhin gespeichert. Die habe ich nicht rausgenommen. So. Und jetzt können wir das Ganze quasi weitermachen. Nehmen wir uns mal eine 25 Cent Münze. Die packen wir dann hier oben rein. Oh. Also, die ist vorbeigeflutscht. Zack. Also die Geräusche sind echt nicht schlecht. Und jetzt müssen wir natürlich wieder 0,5. Achso, warte. Ach, dafür ist das Plus. Plus heißt hinzufügen. 0,25 und auf hier auf das Sternchen drücken. Zack, und jetzt haben wir 50,75 €. Um das Ganze zu löschen, meine ich, müssen wir zunächst einmal die Minustaste drücken. Dann geben wir 0,75 ein. Bestätigen das Ganze mit, ich hoffe mal, der ist richtig, ja. Und dann haben wir wieder 50 € glatt drin. Probieren wir das Ganze nochmal aus, hier nochmal die 100er. Hier oben kann man noch so ein paar angedeutete Augen sehen, sieht richtig cool aus. Also die Soundeffekte gefallen mir auch richtig gut. Okay, jetzt habe ich natürlich vergessen, hier wieder... 1, erstmal plus 100 und dann auf hinzufügen. Jetzt haben wir 150 € gespart. Ja, meine lieben Freunde, wenn ihr das Ganze dann mal ausmacht, dann bleibt das, glaube ich, auch gespeichert. Probieren wir das Ganze mal aus. Jetzt habe ich auf off gestellt, mache ich wieder an. Jetzt ist es an und wie ihr sehen könnt, hat das Teil ein Gedächtnis sozusagen. Das ist doch mal sensationell. So, ich zeige euch noch mal ein paar Dinger, damit ihr gleich mal sehen könnt, wie ich das Ganze alles raushol. So, genau. Bevor wir uns gleich zum Rausholen widmen, versuchen wir erstmal eine 2-Euro-Münze. Die können wir auch hier reinstecken. Wie gesagt, ihr müsst dann eben halt auf Plus drücken und dann 2.00 eintippen. Zack, und schon hat das gespeichert. Das Ganze können wir auch mit 5-Euro-Schein machen. Oha. Der hat aber richtig Hunger, ne? Probieren wir das Ganze nochmal aus. Richtig cool. Um an das Geld jetzt ranzukommen, müssen wir jetzt einfach nur die Luke hinten öffnen. Dazu drehen wir das einfach mal nach links, öffnen das Ganze und schon könnt ihr sehen, hier ist das Geld drin und hier unten befinden sich die Scheinchen. Also ich finde das Teil richtig schön. So, meine lieben Freunde, ich stelle das jetzt nochmal in Ruhe hin und fütter ihn nochmal, ja, ein bisschen gemütlicher, damit ihr auch mal das ein bisschen nicht aus dieser Wackelperspektive sehen könnt. Zunächst einmal müssen wir das Ganze wieder schließen. Das hier auch. Zack, zack, zack. Da das einzig Blöde an der ganzen Sache ist, da kommt eben halt jeder dran. Da müssten wir noch so ein kleines Schloss reinbauen, aber ich denke mal, das ist ja nur ein Fun-Faktor. Wow! Aber für Kleinkinder ist das gar nicht mal so verkehrt. Ihr könnt da so rumspielen und so. Die Räder sind verarbeitet. Ja, was will man mehr? So, auch zur zweiten Fütterungsaktionsrunde. Da bist du ja auch wieder, mein süßer kleiner... Mr. Banks, ich habe gehört, du hast riesengroßen Hunger. Dann wird es ja Zeit für eine kleine Fütterung. Oder was meinst du dazu? Oh, er schläft schon ein. Okay, fangen wir an. Nehmen wir hier zunächst einmal, ich habe leider keine größeren Scheine, aber ich denke mal, man kann da auch, wartet mal, ja, alle gängigen Scheine reinpacken. So, einmal ein 50er, den packen wir dann hier rein. Oh, ich muss ihn erstmal aktivieren, weil er gerade eingeschlafen ist. So. Richtig cool.
Tja, Freunde, jetzt müssten wir natürlich wieder hier den 50er eintippen auf plus 5, 0 und hinzufügen. So, die ersten 50 Euro wären drin. So, dann kriegt er nochmal einen 5-Euro-Schein von mir. Schmeckt dir der auch ein bisschen gut? Okay. Na, komm her. Der ging aber schnell weg. Du kriegst ja noch mehr. Okay, das Einzige... Ach, habe ich euch vergessen zu erwähnen. Hier oben könnt ihr übrigens draufdrücken, wenn ihr wissen möchtet, wie viel drin ist. Also, es funktioniert nur, wenn er... Warte, im Demo-Mode. Demo-Mode funktioniert das nicht. Wenn er quasi eingeschlafen ist, könnt ihr hier oben draufdrücken. So, dann kriegt er noch mal ein paar... Mal gucken, ob ihr das so vielleicht noch mal ein bisschen besser sehen möchtet. Ein paar Centstücke. Der Mund bewegt sich immer wieder. Das ist echt cool. Und die Soundeffekte. So, dann kriegt... Oh, habt ihr das gehört? Da hast du, hast du deine guten Manieren gelassen, Mr. Banks. So, dann kriegt er nochmal einen Firmware. Mal gucken, wie habt ihr das noch nicht gesehen? Von der Seite vielleicht nochmal. Bleibt sich ja eigentlich gleich. So, mal gucken, wie das mit den Münzen aussieht. Tja, das kann man leider nicht so gut sehen, aber ihr wisst ja, wie das alles funktioniert. Und wie gesagt, Münzen funktionieren auch. Das Einzige, was nicht funktioniert, ist jemand, ich weiß, ich wiederhole mich, aber lieber noch einmal zweimal gesagt als nie gesagt. Ihr schmeißt es hier rein, den 2-Euro-Stück, das 2-Euro-Stück. Und er kann es nicht selber speichern. Ihr müsst es hier über die Taste eintippen. Also auf Plus, dann 2 und dann auf Häkchen. Jetzt haben wir wieder 52 Euro drin. Ja, und dann eben halt so weiter. Yum, 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 yum. So. Du bist aber auch ein kleiner Frechdachs. Ich mach nochmal den Demo-Mode an. Ich weiß nicht, ob er jetzt alle Sounds abgespielt hat, aber mal gucken. Das kennen wir ja. Das ist auch ein anderes. Ja, so im Großen und Ganzen würde ich mal sagen, habe ich euch alle Funktionen gezeigt. Und das Drehrad funktioniert auch erst rein. Dreht einfach auf und zack, ab zu den Moneten. Also ich finde das auch gut gelungen, wie so ein, keine Ahnung, Geldtransporter oder was weiß ich. Und dann packt ihr das hier rein wieder. Echt heftig. Also ich muss auch sagen, bis jetzt hat es auch noch nicht geklemmt. Puh, und das Drehen, richtig super. Ja, meine lieben Freunde, dann würde ich mal sagen, lasst uns zu meinem kleinen, sensationellen Testergebnis kommen, bevor er noch geldgierig wird, oder? Was sagt ihr dazu? Ja, das kann ich mir gut vorstellen, Mr. Banks. Also er hat gesagt, er findet mich so nett. Ich bin sein bester Freund. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Kann das vielleicht sein, dass ich ihn immer gut fütter? Egal. Meine Freunde, lasst uns zu meinem Testergebnis kommen. Also ich finde dieses Teil oder diese Spardose richtig gut gelungen. Das Einzige, was ein bisschen schade ist, dass es auf Englisch ist und dass ihr das eintippen müsst. Aber war ja vorhin im Vorhinein klar. Und hier hätte man vielleicht noch einen kleinen Code machen können, damit nicht jeder ran kann. Aber wie gesagt, ich denke mal, das ist etwa für die etwas kleineren Kinder. Und super gut gelungen, die Soundeffekte, und ist auch gut verarbeitet. Was will man mehr? Den Link verlinke ich euch natürlich wieder in die Textbox unten rein. Und wenn ihr noch Fragen haben sollt, schreibt es gerne unten rein. Traut euch ruhig. Derjenige, der mit dem Geldtransporter nichts anfangen kann, kann ja wie gesagt Mr. Hossein kaufen. Das ist dieser Feuerwehrwagen, aber den werde ich euch nicht nochmal vorstellen. Oder diesen Müllschlucker, der sieht eigentlich auch nicht schlecht aus. Wie gesagt, checkt mal die Links ab. Und ansonsten würde ich sagen, ja,
mache ich mich mit Mr. Banks erstmal auf Shopping-Tour begeben. In diesem Sinne, euer Tiny Chummy. So, auf zu Karstadt. Nee, Karstadt nicht. Wo geht's denn hin? Egal, ciao, ciao.